Morning, Wilhelm. Good morning. Du wirkst ein bisschen müde, Jung. Ja. 1:30 Uhr war ich im Bett. Und hab sie schon wieder auf. So lange war die hier? Ja, ich war kurz vorhin zu Hause, da kannst du nicht gleich schlafen. Eine Rudel Zigarette geraucht. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Und heute Morgen 7 wieder auf. Wo ist Olaf denn? Die kommen gleich. Heute ist Endspurt beim Flutlicht, oder? Ja, nicht ganz. Der Hauptplatz wird ja erst am 26. eingeleuchtet. Das macht ja aber nichts. Nee, das macht nichts. Aber es müssen noch Bäume beschnitten werden, habe ich gehört. Ja, unbedingt. Das dürfen wir vor Oktober nicht anfangen, weil dann müssen wir auch erst Genehmigung haben. Ja, aber weil die Äste noch vor den Flutlichtern sind. Ja, die müssen unbedingt da weg. Werfen die noch Schatten aus. Damit ich... Wer ist das dann? Na, alles gut? Wieder gut drauf? Ja, geht wieder, ne? Du warst gestern wirklich grell, ne? Ja, ich musste auch weg, hast du ja wohl gemerkt, ne? Warum warst du so grell? Weil mich das auch geregt hat mit der Scheiße hier. Hier sind Steiger am Arbeiten und die sind da dumm zu an Training machen. Das geht so, sowas geht nicht. Was sagst du denn zum Einleuchten gestern Abend? Das war geil. Das war richtig geil. Aber da sind noch mega viele Schatten auf dem Platz. Ja, das ist aber, weil hier hat er Schatten wegen den Bäumen. Siehste? Und da vorne ist ein Schatten, den kriegt er noch weg, sagt er. Ja. Der hier vorne bei den Vollrasen. Also müssen die Bäume weg. Ja, hier an der Seite muss also nicht die Bäume, die Äste weg. Ja. Wallhelmschutzgesetz, ja, da geben wir nämlich gleich mit. Nach Fechtern, Knast. So. Ja, hier ist das alte System hier noch. 70er Jahre. 70er Jahre. Da darf gar nichts mehr gemacht werden. Da muss alles so bleiben. Okay. Also wir reden jetzt von hier wird das Flutlicht vom Trainingsplatz geschaltet. Vom Trainingsplatz geschaltet. Okay. So, und hier müssen wir aus, siehst du ja aus. Und dann da drauf drücken, dann kannst du hier, du kannst 50%, 100%, aber das zeigt nichts mehr nachher noch, wie das geht. Also hier gar nichts mehr schalten, bei den Sicherungen, gar nichts mehr. Das müssen wir nur abkleben. Nur noch hier geschaltet. Okay. Ja. Keine Sicherung mehr rausdrehen oder kein Dings nach unten holen, gar nichts. Schmeißt du Grill heute wieder an? Na sicher. So, das Einzige, was du kannst, auch bloß ab. Nur noch hier. Aha. Ja, ich sehe das. Wie du einfach gar keine Ahnung hast, Torben. Was? Hier ist fest. Schon wieder weg hier. Jetzt können sie sich die Füße sauber machen. Sauber. Und das hat man halt unten dann wieder dunkel gewickelt, ne? Ja. Meine Fresse. Guten Morgen, Männers. Guten Morgen. Alle fit? Überhaupt nicht. War eine lange Nacht, ne? Da kommen auch gut gelaunte Männers raus. Moin. Guten Morgen, Olaf. Guten Morgen. Frisch in den Tag, wa? Bist du ausgeschlafen? Ich bin fit. Und du? Ja, gut. Echt gut. Alles toll. Freust dich auf heute? Ja. Was steht denn heute überhaupt noch an? Mastquadraten auf dem Punktspielplatz. Korrigieren, schon mal voreinrichten mit dem Laser, so gut es geht. Und dann aufräumen, in Betrieb nehmen, Programmierung starten. Fertig. Genau, und der Hauptplatzlicht wird später gemacht. Am 26. Ne? Also wird das eingeleuchtet. Ja. Und der Trainingsplatz ist voll funktionabel. Ja. Funktioniert, Dimmung, Steuerung, alles top. Wir müssen noch die Tageslichtsteuerung heute integrieren im System und dann funktioniert alles. Auf in den Tag. Ja, starten wir. Moin, Wilhelm, hast du wieder was geschnorrt oder was? Geschenk bekommen. Ui. Jetzt bist du offizieller Mitarbeiter, ja, aber auf dem Steiger. Ja, da gehe ich auch. Heute willst du was tun? Ja, ich will heute das hier drum zu alles sauber machen, weil hier am Wochenende 80 Kinder sind. Mit Eltern und sowas. Ja, stimmt. Samstag ist Funinho-Turnier. Genau. Und dann muss das ja ein bisschen sauber sein, alles, ne? Und jetzt springst du auf den Trecker. Gleich, ja. Erstmal ein bisschen aufräumen, Zockerkorb ein bisschen, drum zu mit der Sense. Hier drum zu mit der Sense und dann fange ich hier so langsam an. Jetzt hat er noch ein Kabel. Gerne. Ich habe gehört, du bist mit der Gastfreundlichkeit hier sehr zufrieden. Traumhaft. Also wirklich
Das ist ein Service, den haben wir noch nirgendwo erlebt. Und wir machen das ja echt oft. Traumhaft, wie man hier, wir haben was zu essen gekriegt, wir haben Kaffee gehabt, wir durften heute Abend noch Getränke mitnehmen für den Weg. Traumhaft, also wirklich traumhaft, wir sind sehr zufrieden. Ne? Kann man so sagen, gerne. Adi, oder? Marcel, toll, echt toll. Heute wird nochmal gegrillt, ne? Bitte? Heute Mittag wird nochmal gegrillt. Nochmal, ja. Die Reste weggrillen, super. Also, besser geht es nicht. Machen wir doch gerne. Dankeschön. Das ist nicht selbstverständlich. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Aber wir machen, das ist Standard, egal was hier gemacht wird. Da sorgen wir. Auch gerne nochmal her zum Grillen. Ja, da könnt ihr ja. Wie ich natürlich alles verstehe, was da draufsteht, ne? Das verstehe ich ja wirklich alles blind. Ist ja auch nicht so kompliziert, ne? Die Ausrichtung der Messpunkte für die Position. Hier ist die X- und Y-Koordinaten. Ja. Wo dann der Fluter aufgerichtet, auf das Ziel muss der Fluter dann gerichtet werden. Ah, okay. Das sind die 60 Grad für den Nahbereich und die 20 Grad für die Entfernung. Ah. Was bist du denn schon wieder hier? Oh, was wollte ich mal gucken, ne? Weißt du, ich habe auch mal Langeweile. Ich bin auch mal gern bei euch. Ja. Ich freue mich, dass du ich hier bin. Du darfst auch immer gern hier sein. Ja, danke schön. Jetzt guckst du dir immer alles in Ruhe an. Ja, gestern war es ja schon dunkel, aber ich habe nicht so viel gesehen, ne? Ja. Außer, dass hell war. Also war ja schön hell. Und ja, richtig was Schönes. Freue ich mich für den Verein. Das freut mich. Ne? Auch wenn das Gezeter groß war, muss man ja auch mal sagen. Also das ist ja für die Spieler hier. Und wenn die dann selber meckern, weil das hier aufgebaut wird und sie dann nicht trainieren können, weiß ich nicht. Alter, also überlegt euch mal was, ob das richtig war. Wenn Bescheid ins Auto weg kann und dann können wir richtig Schier machen hier. Ja. Moin! Moin! Da geht Jungs selber rüber. Machen wir das Auto da vorne weg. Der Silberne, der da hinten steht. Ui! Ui! Und Käsebrötchen mag ich ja, ne? Das ist ja die Hälfte liegen, das Ding. Ja. Ich hab doch nicht nachgeguckt, oder? Da setzt Udo sich mal drauf, jagt mit durch die Gegend und fertig. So scheiße. Der Haken rastet da doch gar nicht ein. Kann ich mir einmal Werkzeug von innen leihen? Hm? Hey, kommt mit Haume. Unten rein, das kann ich mir nicht anders vorstellen. So, ja, das geht nicht. Ist ja alles verbogen hier, die Scheiße. Wie man das so verbiegen kann, echt nicht. So, letzter Tag heute. Hauptplatz, Flutlichteinstellung, die Firma ist da, jetzt werden die Lampen postiert, genau eingestrahlt alles und ja, da sind wir jetzt drauf gespannt. Wie man sieht, ist das hier schon verdammt hell und jetzt müssen wir die Schatten von den Plätzen runterkriegen, das heißt, jetzt werden die Lampen genau postiert, dass jeder Stelle genau dieselbe Helligkeit haben, wie, dass das alles gleichmäßig ist. Affengeil sogar, ne? Muss ich echt sagen, das ist jetzt schon atemberaubend. Wenn man das nur als Dunkelheit kennt und jetzt kommt da eine moderne Flutlichtanlage drauf, das wären geile Spiele. Ich habe das richtig geliebt früher, Flutlichtspiele. Ja, wir hatten hier doch gar kein Flutlicht. Doch, hier auf dem Trainingsplatz haben wir früher gespielt. Den Platz hatten wir doch noch gar nicht. Wir sind richtig stolz, dass wir das noch erleben dürfen, dass hier auf dem Hauptplatz eine Flutlichtanlage kommt. Und das ist für den Verein das Schönste. Wenn die Alten, die das gegründet haben, da leben ja noch einige von, richtig stolz darauf sind,
was hier passiert. Wir natürlich sind auch stolz darauf. Guckst du hin? Na, Wilfried, weil der ganze Zeit mit innen und her läuft, mit an der Tasche, der macht einen nervös, der kann sich nicht 5 Minuten irgendwo hinsetzen. Macht mich ganz wahnsinnig mit deinem Gezappel. Nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links, da guckt er wieder nach oben. Das war gerade Licht an, ja. Und jetzt sind Lichter aus. Olaf, du bist so konzentriert. Ja, ich will den Strom auslesen, die Spannung auslesen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Ein bisschen Regen braucht ihr nicht gleich Mimimi machen. Das ist eben so. Wir machen hier nicht Mimimi. Ja, wo? Aus Norddeutschland. Ja, Norddeutschland ist eben so. Wir sind immer wetterbeständig. Wir haben nur die falsche Kleidung an. Richtig. Okay. Wie man sieht, ist hier ja noch dunkler wie da. Und da vorne ist aber schon verflucht hell. Ja, aber du musst sie jetzt ja genau... Man sieht das da im Hintergrund, liebe Zuschauer, da hinten. Ja. Da die Schattenseiten. Richtig, und die müssen jetzt verschwinden. Das heißt, jetzt werden die positioniert. Positioniert. Und dann strahlen die gleichmäßig. Und das wird, glaube ich, mit einem Laserpunkt gemacht. Guckt euch das an, die Rasenfläche. 1A Udo-Qualität, da hat sich der Sommer richtig gelohnt hier, dass wir das richtig schön angelegt haben. Und da bin ich richtig stolz drauf, auf das gesamte Team. Ja, vor allen Dingen auf dich als Gärtnermeister, muss man echt sagen. Google Fritze, du. Aber der Rasen sieht Hammer aus. Ja. Muss mal wieder gemäht werden. Ja, aber du kannst ja jetzt nicht mit einem schweren Gefährt drauf, weil das jetzt so nass ist, dann drückst du die Reifen zu tief rein. Also sage ich dir... Spätestens Mittwoch haben sie weniger Regen gemeldet, dann kannst du da vielleicht drauf. Fahren jetzt mit dem Steiger hoch, stellen das ein und fahren zum nächsten Mast. Das heißt, mit dem Steiger von Mast zu Mast einmal drum zu und positionieren das. Hast du gemerkt? Hat mir richtig gesagt, weil du mir nicht wieder in ein Wort gefallen bist. Wenn du nämlich anfängst mit mir zu reden, dann kriegt das so schnell nicht raus. Du musst mich einfach in Ruhe reden lassen. Ich habe dir das Wort vorgesagt. Ja, und danach habe ich es auch kapiert. Ein Riesendank an Firma Wocken aus Papenburg, die uns so schnell und das ermöglicht haben, einen Steiger hier hinzustellen. Für das Logo jetzt. Du sollst mich nicht finden. Du musst ja, aber die sind doch gerade am Arbeiten. Ja, aber da kannst du ja ruhig. Das ist doch alles vorschriftmäßig. BG kann da nichts sagen. Ist alles richtig. Die sind angeschnallt, alles. Du kannst doch ja, aber ich bin noch gefährdet. Wieso bist du gefährdet? Wenn du einmal rüberschwenkst, dann bist du doch nicht gefährdet. Ich kann doch nichts lesen, du Drümmel. Aber du siehst dann nur das Weh. Wo? Bei dir am Arsch. An der Autotür. Gott nochmal, muss mir dir noch Werbung erklären, du Dussel oder was? Da an der Autotür, an der Tür. So, siehst du? Hier. W steht für Wocken, da steht's auch. Und dann miet mich. So, und wo ist das Problem? Das W hast du doch von da hinten gesehen, genauso wie du das von hier gesehen hast. Wir sind mit einem Laserpunkt hier angegangen. Wir stehen mitten im Weg. Du stehst doch hier. Du auch, ja. Und du hast dich da doch hingestellt. Ja, du hast doch gesagt, soll mich hier hinstellen. Hab ich nicht gesagt. Nee, du hast jetzt wieder, komm ich. Wenn wir in so einem Weg stehen, in so einem Flug, dann heißt das Udo, nicht... Achtung! Das ist... Laserpunkt, da ist er unterwegs. Nee, der ist jetzt da. Jetzt sind wir da wieder. Siehst du? Ich war voll drin. Ich leuchte ein. Oh, du bist auch so einer wie Udo. Aber ich mache das vernünftig. Was heißt das jetzt, also, was du hier machst? Ich zeige denen, wo die Scheinwerfer ausgerichtet werden sollen. Das machst du mit dem Laserpointer? Das mache ich mit dem Laserpointer. Das mache ich nur deswegen, weil die oben nichts sehen. Die sehen nicht, wo sie leuchten. Aber meinen grünen Strahl sehen sie. Ja, und danach richten die aus. Und danach richten sie. Und was steht da auf deinem schlauen Zettel? Da stehen die Messpunkte, wo wir leuchten sollen. Das hat natürlich eine schlaue Software ausgerechnet. Also nicht Udo. Na, ach Quatsch. Dann würden die Nachbarn sich beschweren. Mensch, Ingo, ohne Cabrio habe ich dich gar nicht erkannt. Wieso hätte ich hier rauffahren sollen? Ja, sicher. Hm? Na, alles gut. Tschüss, morgen, Alter. Ja. Warum macht der uns eigentlich die ganze Zeit blöd an? Was willst du denn? Dass ihr ja mit Laser angegangen seid. Und ihr steht ja mitten im Weg. Wieso kann der nicht über uns wegstrahlen? Nee, der kommt doch zum Schwerpunkt. Der macht mir den ganzen Abend an, der Eiernacken. Ja, da kann doch keiner nachmessen, was er da macht. Wieso, der Laserpunkt... Bruno, du stehst im Weg vom Laserpunkt ab. Nee, ich bin weit genug weg, aber Ingo läuft halt mitten durch. Was oxidierst du denn da im Dunkeln rum, Udo? Was sagst du? Ich guck mir die Spuren an. Ja, die brauchst du nicht angucken, der Platz ist eh hinüber. Ja, aber trotzdem, wir brauchen ihn jetzt ja nicht ganz kaputt kriegen. Jetzt gucke ich, habe ich gerade geguckt, die Spuren sind Gott sei Dank nicht tief, das ist nur das Gras. Wiederholt sich die ganze Zeit. Hast du gerade gesehen, wie Torben das Ding da abgerissen ja, hat? Ja, der ist so blöd, ist der. Dann sagt er, es ist dunkel, voll Beleuchtung an und er sieht das nicht. Weil er einfach nicht vor sich guckt, sondern gedanklich schon wieder woanders ist. Du bist auch ein Hong, ne? Warum denn? Was hast du da gerade abgerissen? Gar nichts. Nee.
Er läuft hier durch, läuft hier durch, sieht das Ding nicht und reißt die ganze Steuerung runter. Anstatt auf deine Füße zu achten. Du hast den nächsten Schritt schon wieder gewagt. Es war dunkel. Wo ist das dunkel? Ja, das ist ein Bewegungsmelder da drin. Ja. Das geht erst an, wenn man da reingeht. Ja, und das Kabel ist schwarz. Wie ist dunkel? Schwarz. Schwarz auf schwarz sieht man nicht. Das ist wie die Ostfriesland-Flagge. Weißer Adler auf weißem Grund. Ja. Sieht man auch nicht.